Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf Twitch und auch auf YouTube. Wir spielen heute ein Let's Play Paladins zusammen mit dem Storm. Grüßt euch, Leute! Beim letzten Mal haben wir ja weitere Random Games gemacht, um für Storm die Ranglisten-Matches freizuspielen. Die sollten jetzt bei dir am Start sein, ne? Ja, Level 15 bin ich. Ja, ich kann jetzt auch Ranglistenspiele mit ihm machen. Was bei ihm jetzt aber sein wird, die ersten 10 oder 15 Games spielst du halt unranked. Dann muss ich eigentlich das Ranglistenspielen erstmal freischalten. Und danach gehst du mit in die Rangliste. Oder wirst du erst rankiert sozusagen, vorher halt nicht. Aber hier. Ich kann auch so ein Event machen, sehe ich gerade. Belagerung des Himmelgipfels. Das ist halt der neue Modus, der in der Version mit reingekommen ist. Aber jetzt in dem. Na, Ligaspielen werden wir auch hoffentlich sehen, dass hier ein bisschen andere Regeln herrschen, gerade wenn es um das Picken der Heroes geht. Hier wird halt nicht einfach nur freudig das gepickt, was man möchte, weil dann kriegt man nämlich relativ schnell einen Report. Und das sollte man sich möglichst überlegen, reporten als zu viele Leute zu häufig, kriegst du dann auch mal einen Bann. Aber ich kann gar nichts anderes spielen außer Healer, fällt mir gerade auf. Naja, aber das ist ja, also du wirst halt feststellen, man kann sowieso nicht double picken. Es wird nach bestimmten Regeln gepickt, also in einer bestimmten Reihenfolge. Je nachdem, wer First Pick hat oder wer Last Pick hat. Das Ganze werden wir jetzt gleich mal live erleben. Das ist auch so, dass der Matchmaker natürlich bestimmte Parameter nutzt, um die Gruppen zusammenzuwürfeln, sodass in den Ranked Games das Matchmaking in der Regel deutlich länger dauert. Also man kann hier durchaus schon mal 3 bis 5 Minuten warten. Ja, hat aber in der Regel dann, in der Regel sag ich, ne, Ausnahmen gibt es immer, ein bisschen bessere Spiele. Ne, weil man halt einfach gleichwertigere Teams hat. Scheiße, hoffentlich kann ich nicht nehmen. Wenn ich jetzt ein DD nehme, hätte ich gar keine Decks für ein DD. Ja, die Durchschnittsdecks sind ja meistens schon immer ganz gut. Und da ich jetzt auch noch nicht in der höchsten Liga bin, sondern in der du bist Last Pick, also wirst wahrscheinlich Healer machen müssen. Cool. Also was sich auch etabliert hat, ist einfach zu schreiben, was man für ein Char sein möchte. Und dann, also man diskutiert hier halt relativ viel, ne, in den Matchmakings, was man sein will. Geh aber davon aus, dass Jenos recht früh gepickt wird, ne? Ich hab geschrieben, Michel. Your team's turn to ban. Du solltest dann schreiben, dass du Jenos spielen willst, dann könntet ihr Last Samurai nämlich Jenos picken und ihr könntet nachher den Hero switchen. Your team's turn to ban. First Pick, Jenos und Switch. Ja, du kannst halt, also der erste kann halt, hat halt First Pick, kann halt einen Hero wählen und du kannst nachher mit ihm tauschen. Auf jeden Fall schon mal ganz gute Buns. Ich hasse diesen Moji, Alter. Der kann einfach so ein ganzes Team wegfrühstücken. Der hat halt zwar eine relativ kurze Range, wobei ich finde, die ist eigentlich auch ziemlich groß. Also die könnte ruhig noch ein Stückchen kürzer sein und der rotzt halt auch einfach Tanks in Sekunden weg. Der Wahnsinn, was der Junge für einen Schaden macht, ne? Der erinnert mich so ein bisschen an Funkelchen bei Heroes of the Storm. Ist auch so ein Arschloch. Du siehst also, die Picks dauern hier schon deutlich länger. Und hab ich dir gesagt, Jenos ist weg. Ist immer weg, First Pick. Wann nehme ich das Problem ist, Seris ist halt immer gebannt oder nehmen die Leute immer Jenos. Du könntest Dai Mamba spielen, aber der ist halt, wie gesagt, nicht so einfach zu spielen als Healer. Die kann ich auch nicht gut, den habe ich schon letztes Mal ausprobiert. Ansonsten Pip nimmt man nicht, ne? Naja, Pip wirst du Hate abkriegen, würde ich sagen, wenn du den nimmst. Du könntest halt Groover mal probieren, dann musst du aber echt die ganze Zeit bei den Tanks rumrennen, ne? Weil der healt mit Range. Ich habe den noch nie gespielt, diesen Scheißbaum. Ja, nimm Dumba. Du musst einfach nur deine Heal Potion dahin schmeißen, wo die Tanks stehen. Wer ist Dumba? Na, mal Dumba, den du schon Ach so. Gestern hattest. Fuck, ey, mit dem werde ich nur gehatet, aber egal, ich probier's. Ja gut, Cassie ist auch nur Level 5. Ja, Seris können wir leider nicht nehmen. Mütze. Oder nee, Matze war das, ne? Genau, Matze. Seris ist gebannt. Schau mal hier, links unten.
glaube, der pickt nicht, dieser 11th Blood. Das Game failed. Oh, halt mal Koa, okay. Er sagt Nope, wenn ich Pip nehme. Kein Problem mit. Na dann nimm Pip. Aber dann musst du brillieren. Pip ist eigentlich in solchen Konstellationen nicht besonders gut. Was haben die denn? Jenos, so oh, fuck. Genau, ey. Last Go Pip or Dumba, Better Dumba. So wie er geschrieben hat. Also ich last auch. Go Pip or Dumba, Better Dumba. Mm. Pip ist halt echt schwer. Der healt zwar 1200 pro Heal, aber der hat halt zu lange Cooldown. Und Dumba kann halt AOE Heal machen. Das ist schon ein bisschen besser, ne? Was sagst du, Pip oder Dumba? Mit Pip bin ich eigentlich besser. Mit Dumba war ich echt auf jeden Fall Dumba. Na gut. Wenn du Pip musst du als Flanker spielen. Na tu ich ja. Ja, aber wir brauchen Heal. Wir haben keinen Healer. Es ist sowieso schon schlecht, dass wir keinen Flank haben. Wir haben 2 Damage. Bomb King wird mir so auf den Sack gehen, ey. Ich muss die ganze Zeit shielden gegen den Dude. Ach. Na dann, dein erstes Drank It Game. Super, wenn du Items kann. Kaufst, kauf dir Kronos. Jo. Das erste kann Kronos sein und das andere dann außerhalb des Kampfes heilen. Du musst mit Dumba eigentlich sowieso möglichst zurückbleiben. Aber ich würde dir erstmal Kronos Level 2 empfehlen. Matze schreibt, könnte ich mit Ranked spielen, mit Groover, der Baum, und Talos Main. Ja, kannst du. Also im nächsten Spiel, why not? Schick mir einfach einen Friend Invite. So, was haben die für ein Heal? Jenos, wir brauchen eigentlich Wrecker und Cauterize. Weil die Shields von. Cauterize war Ausbrenner, ne? Ja, aber ich nehme mir erstmal Wrecker, um durch die Schilde zu kommen und danach hole ich mir Cauterize. Was brauche ich denn? Ich brauche Heal, Verjüngen. Ne, du holst dir Kronos, habe ich dir gesagt. Gelb. Du schadest gelb. Oh, das ist ein Achso, das hier. Das ist die Abklingzeit. Okay. Und du wirfst einfach deine Heal Potion die ganze Zeit schön da, wo die Tanks stehen. Jo. Du schießt schön von hinten da aus dem Hintergrund rum. 3, 2, 1. Ist dein Job. Pass auf, dass aber keine Flanks kommen, die haben 2 Flanks, ne? Also achte ein bisschen auf deine Seiten. Am besten du schießt hier am Tor und dann guckst du mal, dass keine Flanks kommen. Die Flanks stehen beide oben, fast Rücken frei. Achte einfach immer auf alle Gegner. This here's my gun. Gut, dass ich mir Wrecker geholt habe. Ich mach schön seine Schilde weg. Escort the payload. We captured the objective. So, war mal Koa. That's some good healing. Pass auf, von hinten. Ich glaube, Cassie kriegt gerade ein bisschen Ärger. Ich geh mal Cassie helfen. So ist gut, immer deine Potion schön ein bisschen weiter vorne droppen auch. Jo. Das Ding schieben wir easy nach Hause hier. Sehr schön. Boah, noch gut. Okay, das lief. Was hol ich jetzt? Bleib mal bei Kronos.
push mal meinen Heal. Point spawning in 15 seconds. Bird monster. Careful. 5, 4, 3, 2, 1. Den hier Bomb King ist einfach wahnsinnig schlecht, ne? Der trifft nicht einmal. Und den hier Janus, der heilt gar nicht. Der rennt hier die ganze Zeit an den Seiten rum. Boah. Das haben die alle ihre Ultis gezündet. Alle ihre Ultis gezündet. Ist egal, wir gruppen uns ab und gehen dann in die Mitte wieder rein. Hat er abgestoppt, ey. Ja, da kamen zu viele Ultis auf einmal. Ich hab auch meine Ulti, voll vergessen. Barricade going up. Sharon is caring. Check your backs. They got me in their sight. Was macht denn der scheiß Bomb King hier, Alter? Thanks, Doc. Overtime. Haben die denn Overtime gekriegt? Hier ist doch gar keiner. Mann, mit der Overtime, das nervt mich manchmal auch. Escort the payload. I will not be stopped. Wieso wastet der denn sein Ulti? Was macht denn Makoa da? Ist der Wahnsinn, wie schlecht die alle sind, ne? Erecting a barricade. Ooh, nice shot. Jetzt reicht's mir, jetzt hol ich mir diesen dummen Bomb King. Oh, diese Bombe. Alter! Wollte grad sagen, jetzt geh halt down, Junge. Seit dauernd meinen Schüssen ausgewichen. Das war gut, ich hatte mich cooldown. Was macht der denn von da oben? Ja, boah, der ist so dumm, springt der echt direkt vor mein Schild, ne? Daran siehst du, dass die echt nichts drauf haben. Wie kann man denn direkt vor mein Schild springen? Da ist der schlechteste Jan aus aller Zeiten. Nice, voll zerstört. Easy going. Aber das war gut. Echt gut zusammengespielt. Ja, die waren aber einfach hart und schlecht. Wirklich hart und schlecht. Let the battle begin. Give them hell. Chris, anders macht den Torwald da die ganze Zeit. Übelste Kamikaze-Aktion. Na, Damba ist schon ein guter Healer, wenn man ihn immer schön placed. Ja. Weißt du, wie viel der geheilt hat, Alter? Richtig gut. Stimmt, sei schon ein krasser Healer. Kann man nicht meckern. Na gut, Freunde, mit dem Hinweis darauf, dass wir ja versuchen, ein bisschen kürzeres Folgenformat zu machen, sind wir am Ende dieser Folge. Ich nehme noch die Freundschaftsanfrage von Matze an, der dann mit uns zusammen gleich spielen wird. Matze. Dann, ja, bis hierher erstmal vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Schönen Abend euch. Tschüss.